So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play SimCity oder besser gesagt zurück zu Let's Play SimCity und zwar nicht alleine, sondern auch together. Zwar nicht in voller Runde, aber an meiner Seite ist Treasure, hallo. Yo, GM, Game Master oder wie ihr ihn nennen wollt, ist gerade nicht zu Hause und ich glaube, mein Sound ist schon wieder so übelst laut. Ich mache hier mal Musiklautstärke auf jeden Fall mal leiser. Und ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, darum habe ich nicht wirklich Ahnung. Willkommen im Club. Welche Sachen ich noch bauen? Lol. Yay, da unten fährt. Stopp, ich habe euch, glaube ich, Krankenwegen geschickt. Ich habe mir irgendwann mal Zettel geschrieben, bevor ich mein System neu aufgesetzt habe, in dem es hieß, ich soll irgendwie Krankenwegen schicken, weil ich mir die Videos mal angeschaut habe. Alter, komm, ich habe Stau ohne Ende. Das ist noch echt nicht mehr feierlich. Was wolltet ihr? Starten Sie den Bau? Nein, wir starten keinen Bau. So, Treshawk. Alter, überall stehen halt die Autos, gell? Überall. Da fährt niemand mehr. Achso, wem schicke ich? Ich schicke dir alle Fahrzeuge und ein GM gar keine. Ja, der wird sich dann schon noch beschweren, wenn es bei ihm nicht passt. Ach Gott, da ist schon wieder was. Was ist denn? Sterbt ihr da unten weg? Hey, habe ich das richtig gesehen? Jetzt wollen sie aber wieder keine Auskunft geben. Haben wir eigentlich irgendwo eine Uni oder nicht? Eine Universität. Wenn du es dir Region leisten kannst. Na. Derzeit haben wir keine. Energie aus der Region verfügbar. Oh, scheiße. Ja, komm, wo ist mein Windpark? Alter. Ja, ich will an benachbarte Städte verkaufen. Produziere aber für mich selber viel zu wenig Strom. Ich sollte mir Gedanken machen. Irgendwie schon, oder? Mhm. Alter, wie teuer. Das denke ich mir gerade auch. Zu wenig Simoleons, weißt du? Dauernd in Knappheit. Möchten Sie etwas über die Sympathierate und der Zufriedenheit der Bürger erfahren? Okay, machen wir mal. Wo geht mein Dies ist Geld Ihre hin? Sympathierate. Das lächelnde Gesicht steht für zufriedene Sims. Klicken Sie drauf. Die Bullen, ich habe doch gar keine, oder? Hä? Der Berater verrät Ihnen das aktuell dringlichste Problem, die Liste aller Zufriedenheit in Wohnen, Gott. Gewerbe und Industrie. Klicken Sie auf die Liste. Dann kein Wunder. Ja. Ich habe ein Mega, ich habe dieses Mega-Revier. Ich habe doch Polizei, französische. Ich könnte ja auch was schicken. Dann mache ich da nochmal. Und die kostet mich halt 5.000 in der Stunde. Du, ich kann ja gerne Polizei schicken. Ich glaube, so dringend ist die bei mir auch nicht. Ich hab eine große Wache. Ich hab echt. Ja, wenn du die einreißen willst und ersetzen willst, weil sie dich zu viel kostet. Ich schick dir eh schon 3 Polizei wegen. Musst nur was sagen. Alter, Stau. Ach übrigens, ja, es gab mal Patches in SimCity. Die schnelle Zeitsteuerung ist die schnelle Zeitsteuerung. Sie haben es also tatsächlich mal geschafft. Respekt, Respekt, Leute. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, ne? Ist ja jetzt nicht so. Bildung, ich habe doch gar keine Bildung. Okay, jetzt schon mal Mülleimer. 5,13. Alter, komm, die Müllwagen stehen halt alle im Stau. Da geht gar nichts mehr voran. Ach. Möchten Sie etwas über die Einkommensschichten und Grundstückspreise erfahren? Das wäre eigentlich mal interessant. Weil da kenne ich mich nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Die stehen ja schon auf der Autobahn, Alter. Steigern Sie Grundstückspreise in einzelnen Bereichen Ihrer Stadt? Steigen die Grundstückspreise in einzelnen Bereichen Ihrer Stadt, ich kann kein Deutsch mehr, werden dadurch Sims der mittleren und oberen Einkommensschicht angelockt. Öffnen Sie das Gebietsmenü. So, Sie können eine Grundstückspreiskarte dazu verwenden, um Bereiche ausfindig zu machen, die für Häuser oder Läden der oberen Einkommensschicht am besten geeignet sind. Öffnen Sie diese Karte. Ist übrigens das Symbol mit dem Geldsymbol und dem Quadrat darunter. Alter. Siedeln Sie Wohn- oder Gewerbegebiete in Bereichen der mittleren und oberen Einkommensschicht an, um diese weiterzuentwickeln. Die stehen hier schon die komplette Autobahn entlang. Solltest du dir mal was überlegen. Ja, aber was, bitteschön? Ich kann überhaupt nichts machen. Gar nichts. Keine Ahnung. Die auf dieser Datenkarte rot markierten Faktoren haben einen negativen Einfluss.
Und die Grünen einen positiven. Wer hätte das gedacht? Sie ist hilfreich, um Bauflächen ausfindig zu machen. Wohlhabende Sims können mehr Steuern zahlen. Haben auch höhere Ansprüche. Ja. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Trashok, möchtest du bei mir in der Stadt einziehen? Ich habe echt Probleme, meine Stadt geht. Ich habe kein Geld mehr und ich mache immer mehr Schulden oder ich verdiene immer weniger in der Stunde, warum auch immer. Schließ mal die Polizeiwache. Ich schick 3 Polizei wegen eh zu dir rüber. Die stehen eh alle im Stau, Alter, komm. Mann, da muss ich ja jetzt fast schon mal dir vorbeischauen. Also, wir schauen mal bei Trashok vorbei, besuchen wir ihn. Trigina. Oder auch Regina. Sorry, ich muss das einfach bringen. Oder ich mache einfach ein paar. Bau eine Umgehungsstraße. Okay, wo stehen sie denn bei dir besonders? Also bei mir sieht es jetzt ganz okay aus, die bauen aber gerade viel hinten raus. Die stehen überall, die stehen auf der Autobahn, die stehen einfach überall. Bei mir schaut das gerade nicht ganz so schlimm aus. Aber wenn sie bei dir auf der Autobahn stehen, würde ich dir eins empfehlen. Du hast zeitlich solche Feldwege, die von der Autobahn weggehen. Bau ja. Die mal zu Umgehungsstraßen aus. Vielleicht, dass du schaust. Du hast das Problem dann wahrscheinlich hier. Ja, okay, ich seh's. Reiß diesen Feldweg ab. Hält die da weg. Der ganz am Anfang, wenn die in deine Stadt reinfahren, ist dann Feldweg. Zumindest bei mir. Von wo auch immer der herkommt. Den würde ich wegreißen. Weil da staut sich's extrem. Dann, ja, es gibt keine Kreisverkehre und für solche großen Straßen ist recht nicht. Alter, komm. Da könntest du jetzt echt nur noch mit Straßenbahnen aushelfen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja, das Zeug ist sakrisch teuer. Ach Gott, oder ich fahre einfach in eine neue Stadt anfangen, ist auch blöd. Naja, ist nicht so praktisch. Ich gehe mal wieder in meine Stadt. Weil du bist ja dann nicht mehr in unserer Let's Play-Welt. Du würdest ja dann quasi schon fast rausfliegen. Ach übrigens, das Angebot gilt immer noch. Wie heißt sie jetzt? Jetzt muss ich echt nachschauen. Die wer? Hanna irgendwas, die wir da drüben haben. Sag mal, Siedlerwinkel? Wo ist Siedlerwinkel? Ach, da hinten. Hannahausen von... Ach komm. Fummel dich mal weg, du blödes Fenster. Ach, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube selber, dass sie Hanna heißt. Mhm. Also ihr könnt trotzdem beitreten, auch wenn wir jetzt schon länger nicht mehr SimCity gespielt haben. Wir werden immer wieder aufnehmen. Wir werden auch die anderen Städte zeigen. Ich glaube, Hannahausen haben wir bereits gezeigt. Wenn nicht, dann Richtig. Machen wir das. Dachte ich mir schon. Schöne Scheiße hier. Ich habe so eine schöne Umgehungsstraße. Die kommen bei mir rein in die Stadt. Dann können sie sich erstmal entscheiden, ob sie links weiterfahren oder rechts. Und rechts ist halt die normale Straße, die alte. Und links ist halt die Umgehungsstraße. Die habe ich aber auch schon länger. Die stehen halt echt überall. Da hilft. Und darum bauen die Leute hier auch nicht weiter an ihren Grundstücken, weil da die Wagen gar nicht hinkommen. Ja, das habe ich ja schon gesehen bei dir. Ich brauche echt eine Umgehung. Okay, und wenn ich die dann hier baue. Ich habe nur leider kein Geld. Ich habe dauernd ein Stromproblem. Hast du zufällig zu viel Strom? Ich habe 25,3 ja. Megawatt Überschuss. 12 kann ich kaufen bei dir. Die kaufe ich mal. Hau rein. Du brauchst erstens Geld, zweitens ich habe gerade genug Geld und drittens habe ich keinen Strom und zwar wirklich keinen Strom. Tja, muss ich schauen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich in den nächsten Parts hier eine Straßenbahnlinie reinpflanze. Hier, das ist die Kreislinie dann. Zack. Da hinten kommt das Straßenbahndepot hin und da kommen dann halt noch ein paar Wohngebiete. Ich weiß bloß, dass man hier nicht mehr viel machen kann mit Wohngebieten. Das wird schon eng. Willst du mich verarschen? Benötigt Kapazität, Kauf 2,7, ja. Brauchst mir nichts erzählen. Und gleichzeitig verkaufe ich an benachbarte Städte. Ich bin auch so schlau. Von Schlauheit geprägt.
Und wetten, ich habe beide. Ich wusste es, ich habe alle drei Kredite aufgenommen. Ich das bloß gewusst habe. Jetzt habe ich eine Umgehungsstraße. Schön. Nur leider verwendet die niemand. Dauert ein bisschen. Wo habe ich eigentlich meine öffentliche? Da habe ich mein Depot. Das Schöne ist, dass hier überall kein Strom ist. Stromversorgung durch Treshawk in Regina. Trotzdem kriegen die keinen Strom, obwohl da Strom durchfließt. Die mich verarschen. Ganz ehrlich, das könntet ihr euch echt sparen. Ach, ich setze mich mal wieder anders hin, sonst hört ihr mich dauernd zu leise. Alter, komm, warum fahren die da nicht rum? Ich möchte echt, also ich habe ja mein Bildungssystem, finanziere ich ja gerade gar nicht und ich bin eine Bildungsstadt. Ach doch, ich finanziere sie. Yay! Okay, öffentliche Verkehrsmittel. Ich muss ehrlich sagen, wisst ihr, was bald kommt? Es kommt, und das sag ich euch jetzt ganz genau, ein Atomkraftwerk. Du? Weißt, ja. Ich bin, wenn es ums reale Leben geht, bin ich vollkommen gegen Atomkraftwerke und den ganzen Scheiß. Aber hier sage ich, wie gesagt, okay, schaut euch die Kartengröße an. Ja, okay. 600 Euro für Strom geht eigentlich. Okay, ich glaube, ich fange wirklich dann irgendwann mit der Straba an. Luftverschmutzung 0, Energieproduktion 200 Megawatt. Und wenn man aufpasst und genug ausgebildete Sims hat, die gut gebildet sind, dann kann man das schön machen. Ich glaube, die Entwickler haben es echt darauf ausgelegt, dass man Atomkraftwerke bauen muss. Warum nur so kleine Karten? Ich frage mich das bis heute. Ich habe bisher kein Statement von Maxis oder EA gehört, wem sie das erklärt haben. Warum auch? Ja. Okay, ich mache echt Straßenbahn. So. Shit happens. Ja. Ich kann mir keine leisten. Ich mache es erst, wenn ich Geld habe. Ich sollte echt offscreen mal die Welt... Nicht auf einmal, sondern ich arbeite halt drauf. Ich sollte offscreen echt mal die Welt 24 Stunden durchlaufen lassen, dann hätte ich Geld. 10% Steuern in jeder Schicht. Ach du Scheiße, die freuen sich. Ich mache mal 19% Steuern drauf. Ich glaube, die freuen sich da echt. Wer ist dabei? 19% Steuern? Was meint ihr, schlucken die? Oder nicht? Ich sage ehrlich gesagt, ich bedenke das. Ah, endlich. Die Umgehung, was ich lustig finde, recht gut genutzt, was ich geil finde. Was ich lustig finde, man weiß auch nicht, also was für Steuern sind das genau? Man könnte das ja anhand realer Werte theoretisch festmachen. Bloß, nee, die Stadt ist zu teuer dafür. Ich hätte ja gerne wie in Cities XL so eine riesen Karte. Ich müsste nichts von der Region sehen. Oder hier die Karte einfach größer, den Rest halt undetailliert, so wie es da drüben ist. Das passt schon. Ich hätte das echt gerne. So eine riesen Karte, wo du da mehrere Ortschaften hast, die du reinbauen kannst. Wirklich, das ist... Ich muss dir später ein Video schicken. Erinnerst mich dran. Das ist kriminell. Du kannst da wirklich Ortschaften reinbauen, so reichen Gegend. Dann kannst du so einen riesen Innenstadtbereich bauen. Dann das andere Dorf noch dazu klatschen. Das ist echt nice. Also, aber es soll halt auch buggy sein. Gut, SimCity ist auch buggy. Ja, geil. Okay, hier hätten wir einmal den Brückenbug. Für alle, die diesen noch nicht kennen. Warum ungültig? Entschuldigung. Macht nichts. Steht da ungültig. Ich hätte gerne wieder so ein realistisches SimCity, wie es bei SimCity 4 war. Warum bauen die auf dem Society-System weiter? Verstehe ich nicht. Society-System, damit meine ich jetzt nicht SimCity 5 ist wie Society. SimCity 5 ist durchaus um Welten besser. Aber sie haben immer noch diese Comic, verspielte Grafik und SimCity war für mich immer... Standpunkt Realität. Ich weiß nicht. Du bist seit dem fünften Teil dabei, richtig? Richtig. Genau, SimCity 4 war richtig... Da war es zwar auch schwierig mit diesen Ortschaften und so, man hatte keine runden Straßen, aber es war modbar, das war auch cool. Dann konnte man so ein RTK3 Wasserkraftwerk bauen, ach, ich fand das cool. Oder noch besser war dann... Ich hab dann... Das ist ja standardmäßig ziemlich amerikanisch angelegt.
Und dann konnte man eben europäisch reinpadden, also europäisch, zeitgenössisch, europäisch hatte man als Baustil schon zur Auswahl. Und man konnte dann noch europäische Autos reinmodden lassen.